Ja, also die mongolische Regierung hat ihre neutrale Position bezogen und wir haben bei den Abstimmungen bei den UNO-Vollversammlungen immer uns Stimme enthalten. Mhm. Wir haben sehr gute Beziehungen zu Russland und zu der Ukraine auch. Mhm. Und der Präsident Zelensky als Kind hat 4 Jahre in der Mongolei gelebt, in Erdenet, in der Kupferminenstadt, wo sein Vater auch als... Sein Vater war so quasi Bergbauspezialist und hat dieses Bergbaukombinat damals mit aufgebaut. Und deshalb, wir haben die genau gute Beziehungen zu den beiden, jetzt sagen wir Kriegsparteien. Aber es wurden an Sie keine Wünsche nach Waffenlieferungen herangetragen, ja? Nein, nein, also ja. Wir sind auch kein Waffenproduzent. Ja.